So, grüßt euch miteinander und willkommen zu einem neuen Video. Ich mache jetzt halt mal einen Aromatest mit 4 verschiedenen Aromen. Die sind jetzt alle von Ricardo. Einmal habe ich das Toffee, also das müsste ein Toffee-Fee sein. Dann habe ich Vanille Bourbon, oder wie man das auch ausspricht. Dann haben wir Karamell-Sahne. Ja, Kamera stellt scharf. So, dann haben wir einmal Karamell-Sahne. Und dann haben wir was Fruchtiges noch, Mango. So, und die 4 Liquids, die testen wir heute mal mit meiner Rolux Gen 3 und meinem ganz neuen Mesh RDA-Verdampfer. Also das ist jetzt ein RDA, ein Tröpfler. Man kann da oben was, oben die Flüssigkeit reintröpfeln. Und da ist so ein Meshdraht über der Watte drüber gelegt. Und die dampft es eigentlich meistens mit VG-Base pur. Dann kann ich den Geschmack auch immer wieder rausdampfen, was drin ist. Aber so wie es aussieht, habe ich jetzt einfach ein bisschen zu viel reingeleert. Einfach, dass der dann nachher auch relativ geschmacksneutral ist, weil wenn ich da Aroma rein mache, das hebt dann ungefähr 5 Züge plus minus, kommt immer aus Aroma drauf an, manche sind sehr extrem, haltet sich sehr lange, und es gibt welche, die, ja, da ziehst du zweimal, dann ist der Geschmack so gut wie wieder weg. Aber jetzt schmecke ich eigentlich nur noch Base. Das heißt, wir fangen jetzt mit Toffee an. Wir haben die zwar schon alle mal probiert, aber auch noch nicht in dem Tröpfler. Und B, ist das schon wieder so lange her. Ich habe, also es kommen noch viele Testaroma-Videos von mir, weil ich habe sehr viele Aroma gekauft. Aber ich habe jetzt natürlich gewartet, dass ich den Mesh RDA kriege, dass ich dann auch sagen kann, wie der Geschmack dann wirklich ist. Und ich kriege auch kein Geld dafür, und ich habe mir die Liquids auch alle, oder die Aroma habe ich mir komplett selber gekauft. Die Liquids habe ich selber angemischt. Wenn ich so Aroma halt kaufe, dann kommen da bis zu 200 ml raus. Ich behalte eigentlich 50 ml von mir, und den Rest verkaufe ich dann auf eBay. Ich kann, wenn der eine oder andere das möchte, kann er mir anschreiben. Dann kann ich auch den Link zu meinem eBay-Account schicken. Dann kann da der eine oder andere die Aroma, was ich jetzt hier teste, dann erstmal auch noch kaufen, wenn da noch welche da sind. Ja, also das Toffee-Fee trifft jetzt nicht so ganz meinen Geschmack. Ich kann es auch jetzt schlecht ein bisschen zuordnen, weil ich esse auch das Toffee-Fee selber eigentlich gar nie. Dass ich da jetzt sagen kann, ob das genauso schmeckt oder nicht. Also es ist auf jeden Fall echt schlecht. Man kann es rauchen bzw. dampfen. Wir rauchen ja nicht mehr, wir dampfen die alle. Ja. Also trifft jetzt so hundertprozentig meinen Geschmack.
Jetzt tue ich mal wieder ein bisschen Base nachfüllen. Dass ich den Geschmack einfach ein bisschen rausdampfen kann. Dann kommen wir jetzt einfach mal zum nächsten. Also Toffifee, man kennt es Dampfer, aber es ist jetzt nicht mein Lieblingsgeschmack. Vanille Bourbon kommt jetzt als nächstes dran. Also das habe ich schon mal drin gehabt, das war gar nicht schlecht. Ich hoffe, das ist auch heute noch gut. Und in dem Mesh-RDA, das ist halt echt phänomenal. Ich weiß nicht, ob ihr den Mesh-Draht oder den, ob ihr den seht. Also da ist im Prinzip oben komplett, wenn man oben reinguckt, sieht man eigentlich nur den Mesh, den Maschendrahtzaun, sage ich da jetzt immer dazu. Ja, das schmeckt gar nicht schlecht. Nicht so intensiv, als sie haben jetzt auch alle Aromen mit 5% angemischt. Hat einen guten Geschmack, ist ein bisschen cremig. Aber nicht so aufdringlich. Ja, und den Mesh RDA, also da hält sich der Geschmack echt sehr lang. Ist schon. Schon ein Phänomen. So, im Hintergrund tanzen da natürlich meine Mädels von desktopdancer.de. Die machen sich bloß immer wieder klein. Ja. Also kann man auf jeden Fall gut dampfen. Ist jetzt mal ein Alltag wahrscheinlich auch nicht unbedingt. Aber das Karamellsahne, also wo ich das erste Mal probiert habe, das hat mich eigentlich doch relativ überzeugt. Dann hoffe ich mal, dass es das halt wieder macht. Und da jetzt auch mal keine Base nachfüllen und rausdampfen, sondern da einfach ein bisschen mehr rein. So, dann können wir auch kurz den Feuertaster drücken, wenn man sieht, das läuft jetzt sofort durch den Draht durch. Dann wird der Draht ein bisschen warm, dann fließt es noch ein bisschen in Watte rein. So, und das ist. Das ist jetzt von Ricardo Liquids eins von den besseren, das wo mir eigentlich richtig gut schmeckt. Ja, das ist richtig gut. Man schmeckt Karamell gut raus, man schmeckt die Sahne, ist ein bisschen cremig. Richtig lecker. Also das Karamell-Sahne, gut, Geschmäcker sind natürlich verschieden, aber das könnt ihr jetzt auf jeden Fall weiterempfehlen, das finde ich jetzt recht interessant.
Ja, aber mit dem Mesh RDA auf 100 Watt zum Dampfer, also da wird der Akkuträger mit 3 Akkus drin. Wir sehen ja da 3 Akkus drin. Wird der Akkuträger recht warm. Und wenn man dann dran zieht, ist auch der ganze Kopf ist richtig warm. Also man kann 4 Aroma hintereinander testen und dann sollte man eigentlich dem Akkuträger doch mal wieder Pause gönnen. Tut das jetzt noch mal ein bisschen spüler mit Base. Weil das Mango, das ist jetzt halt doch eine Frucht, das hat nichts mit Vanille zu tun. Also, der Mesh RDA, der macht Wolke. Das seht ihr wahrscheinlich so geil. Ich habe jetzt mal versucht, ein bisschen an der Kamera vorbei zu blasen. Ja, der Vanillegeschmack ist fast raus. Dann testen wir das jetzt mal mit Mango. Bin mal gespannt, ich habe das jetzt auch mal getestet, aber das hat dann nicht lang genug Zeit zum Reifen gehabt. Jetzt reift das seit mal fast 2 Wochen bei mir im Schrank. Also die meiste Liquids, die sollte das eigentlich echt durchgereift sein. Also ich muss echt sagen, ich habe noch nie ein Mango gegessen, deswegen kann ich jetzt auch gar nicht sagen, ob das nach Mango schmeckt. Aber es gibt mehrere Liquids von Ricardo, die schmecken einfach künstlich und da zählt das Mango auch dazu. Also absolut nicht mein Geschmack. Aber wie gesagt, Geschmäcker sind halt echt verschieden. Ich kann jetzt nicht sagen, ob das von euch irgendjemand schmeckt oder nicht. Mir schmeckt das Mango eher und meine persönliche Meinung ist, das Mango, das ist richtig, richtig künstlich. Also das schmeckt nicht wie wenn jetzt ich eine frische Frucht reinbeißen würde. Dass ich sagen muss, da bin ich echt froh, wenn ich den Geschmack wieder draußen habe. So, also ich leere jetzt einen grünen Apfel von mir rein. Das habe ich jetzt angemischt mit Nikotin, einfach um den Mango-Geschmack zu überdecken, weil ich möchte den jetzt nicht nochmal dämpfen. Aber vielleicht finde ich jetzt gerade eine geile Kreation, indem dass ich irgendwas zusammenmische, was Mango, Apfel, vielleicht geil, wirklich zusammenpasst und das passt nachher. Und dann merkst du halt gleich, da ist Nikotin drin. Zwar nur 5 Milligramm, aber in dem Mesh RDA, wenn du das rauchst, da hast du ein Flash, wie wenn du 15 Milligramm Nikotin drin hättest. Abnormal. Ja. Also Mango schmeckt auch gemischt mit Apfel, oder? Gut, der Zager, das war jetzt ein kurzes Testvideo mit 4 Aromen. Ich denke, da kommen dann noch ein paar weitere. Ich habe zwar alle Aromen schon mal durchprobiert, aber das habe ich dann alles mit meinem Zeus gemacht. Da habe ich auch ein Video gemacht, wie mein Zeus als Tröpfler missbrauche. Funktioniert mit dem auch wirklich sehr gut. Aber hier in dem Mesh RDA kommt der Geschmack nochmal viel intensiver raus und durch das Mesh, dass das halt auf der Oberfläche ist und wenn ich oben anders Liquid drauf leere,
dann haben ja auch wirklich den puren Geschmack von dem, was sie zuletzt reingeleert haben. Also das ist da echt richtig perfekt. Ja, würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, wenn ihr da mehr sehen möchtet, einfach eine Bewertung da lassen, einen Kommentar reinschreiben. Wenn ihr irgendwie Fragen habt oder wenn ihr andere Liquids ausprobiert haben möchtet. Ich habe jetzt auch ein Liquid-Labor angeschrieben, ob die mir eventuell ein paar Proben zuschicken können. Weil von denen habe ich jetzt eigentlich recht viel Gutes gelesen und gehört. Dann habe ich von OWL nur ein paar Aromen. Also ich habe über 80 Aromen da, wo ich noch testen kann. Den Startschuss haben wir heute mal mit den 4 Aromen gemacht. Dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao.